Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Erneut liegt ein Antrag der Linksfraktion zum Thema Gewaltschutz vor. Der Antrag ist, wie wir es von Peter Ritter gewohnt sind, fachlich sehr fundiert. Rund um die Istanbul-Konvention ist alles zusammengefasst, was thematisch hierher gehört. Der Antrag erkennt ausdrücklich an, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern über ein gutes Beratungs- und Hilfenetz für Betroffene von häuslicher und sexualisierter Gewalt verfügen. Das sehe ich genauso. Es besteht aus 9 Frauenhäusern, 5 Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt und Stalking mit angeschlossener Kinder- und Jugendberatung, 5 Fachberatungsstellen für Betroffene von sexualisierter Gewalt, 8 Beratungsstellen für Betroffene von häuslicher Gewalt, 1 Beratungsstelle für Betroffene von Menschenhandel und Zwangsverheiratung, 3 Täter- und Gewaltberatungsstellen sowie 1 Landeskoordinierungsstelle. Peter Ritter wäre aber auch nicht Peter Ritter, wenn dem Lob im Antrag und in der Rede nicht sofort eine Einschränkung hinterhergeschickt wird. Das gute Beratungsnetz sei nicht lückenlos, heißt es im Antrag. Das ist natürlich hauptsächlich eine Definitionsfrage. Ich sage, wir können uns mit unserem Hilfenetz gerade im bundesweiten Vergleich sehen lassen. Und wir alle sollten auch nicht das Ergebnis der Evaluation aus dem Jahr 2010 ausblenden, in der ausdrücklich festgestellt wurde, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern über ein flächendeckendes und ausdifferenziertes Beratungs- und Hilfenetz verfügt. Das heißt im Umkehrschluss natürlich nicht, dass es nichts zu verbessern gibt. Dieser Aufgabe stellen wir uns und wollen die Angebote Schritt für Schritt weiterentwickeln. So sind bereits mit der erwähnten Evaluation Betroffenengruppen identifiziert worden, die die Angebote unseres Beratungs- und Hilfenetzes nicht so gut erreichen. Insofern sieht bereits der 3. Landesaktionsplan zur Bekämpfung von häuslicher und sexualisierter Gewalt zielgruppenspezifische Maßnahmen vor. Dabei geht es nicht nur um das Aufsuchen können einer Beratungsstelle, sondern es geht auch um Information und Aufklärung, um die Betroffenen besser erreichen zu können. Aus diesen Feldern ist in den letzten Jahren viel getan worden. Der Antrag der Linksfraktion kommt aus meiner Sicht deshalb zur richtigen Zeit, um noch einmal über eine Reihe von Maßnahmen zu berichten. Ausdrücklich möchte ich betonen, dass natürlich nicht nur die Landesregierung ihre Verantwortung an dieser Stelle wahrnimmt, sondern auch die Vereine und Verbände als Träger der vielen Beratungs- und Hilfeeinrichtungen in unserem Land. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich einige Beispiele nennen, die die Erreichbarkeit von besonderen Zielgruppen verbessern sollen. In Schwerin und Ribnitz-Damgarten stehen Behinderten von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffenen Frauen barrierereduzierte Frauenhäuser zur Verfügung. Zudem hatten die beiden letzten Auftaktveranstaltungen der Landesregierung zur Anti-Gewalt-Woche einen thematischen Bezug mit der Zielgruppe von häuslicher und sexualisierter Gewalt behinderter Betroffene. Wichtig ist dabei auch der Austausch untereinander, etwa von Frauenbeauftragten aus den Werkstätten mit kommunalen Gleichstellungsbeauftragten und Mitarbeitenden aus den Beratungs- und Hilfeeinrichtungen. Dieses Miteinander ins Gespräch kommen und voneinander zu erfahren, ist enorm hilfreich. Deshalb hat es mich sehr gefreut, die Frauenbeauftragten aus den Werkstätten, dass sie unserer Einladung in einfacher Sprache im vergangenen Jahr so zahlreich gefolgt sind. Sehr geehrte Damen und Herren, für uns als Landesregierung ist es von hoher Bedeutung, Maßnahmen nicht nur in einem Aktionsplan zu schreiben, sondern sie auch umzusetzen und mit Leben zu erfüllen. Auch für die Gruppe der geflüchteten Frauen gibt es eine Reihe von Infomaterial in verschiedensten Sprachen zu unterschiedlichsten Themenstellungen. Der Bund hat hier hervorragende Arbeit geleistet. Zudem unterstützt der Bund mit seinem Projekt der Gewaltschutzkoordinatoren in den Gemeinschaftsunterkünften den Schutz von geflüchteten Frauen. Und wo wir schon dabei sind, möchte ich auch noch mal auf das bundesweite Hilfetelefon aufmerksam machen. Dieses bundesweite Hilfetelefon ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr unter der Nummer 08116 006 kostenfrei erreichbar. Es bietet sowohl telefonische Beratung als auch Online-Beratung an in 17 Sprachen, in Gebärdensprache und leichter Sprache. Das Angebot ist niedrigschwellig und erreicht eine große Zielgruppe. Wenn es um den Schutz von Frauen und Männern geht, dann sind alle Ebenen gefragt und wie wir sehen, sind auch alle Ebenen aktiv. Sehr geehrte Damen und Herren, zu dem Punkt der fachlichen Beratung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen als Mitbetroffene von häuslicher und sexualisierter Gewalt freue ich mich, dass die Aufforderung im Antrag, die Kommunen bei der Umsetzung zu unterstützen, zutreffend formuliert ist.
Hier sind die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe verantwortlich, deren Arbeit wir als Land unterstützen. Auch die tarifgerechte Entlohnung der Beschäftigten wird im Antrag erneut thematisiert. Ich wiederhole hierzu gern meine Ausführungen aus der letzten Landtagssitzung noch einmal. Bei diesem wichtigen Thema sind alle Verantwortlichen gefordert, ihren Beitrag zu leisten. Land, Kommunen und die Träger als Arbeitgeber. Wir haben als Land im letzten Jahr deutliche Fortschritte erreicht. Es war mir persönlich ein sehr wichtiges Anliegen, die Personalausstattung in den Frauenhäusern zu verbessern und unsere Zuschüsse für die Personalkosten zu erhöhen. Wir haben den Einstieg in die Dynamisierung der Gehälter geschafft, meine Damen und Herren. Natürlich ist mehr immer wünschenswert und die Opposition kann das natürlich auch immer fordern. Ich möchte aber nochmals betonen, wie umfangreich unsere Erhöhungen waren. Der Landeszuschuss für die personelle Ausstattung der Frauenhäuser steigt mit dem Doppelhaushalt 18-19 um stattliche 20%. Zusätzlich haben wir Haushaltsmittel für den Betrieb der Einrichtung im Beratungs- und Hilfenetz um 2,3% erhöht. Damit können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser bezahlt werden. Und wir erwarten auch, dass Kommunen und Träger ähnliche Anstrengungen unternehmen, um faire Gehälter zu ermöglichen. Für das Jahr 2019 wurden die Haushaltsmittel durch uns nochmals um 2,3% aufgestockt. Das heißt, in diesem Jahr stehen 2,4 Millionen Euro im Titel für das Beratungs- und Hilfenetzwerk für Betroffene von häuslicher und sexualisierter Gewalt. 2017 waren es rund 2,16 Millionen Euro. Bei aller Opposition, Herr Ritter, diese deutlichen Verbesserungen lasse ich mir einfach nicht schlecht reden. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich noch kurz zur Forderung nach einer Evaluation des dritten Landesaktionsplans Stellung nehmen. Ich halte das zum jetzigen Zeitpunkt nicht für sinnvoll. Warum? Über den dritten Landesaktionsplan wurde der Landtag im Frühjahr 2016 informiert. Eine Evaluation nach einem solch kurzen zeitlichen Abstand halte ich nicht für zielführend, denn es braucht Zeit, Maßnahmen umzusetzen und es braucht Zeit, dass diese Maßnahmen wirken. Mein Anspruch ist es, dass nicht nur Häkchen an die Maßnahmen gesetzt werden, sondern diese auch mit Blick auf die Istanbul-Konvention einzuordnen sind. Stichwort Istanbul-Konvention. Natürlich streben die Frauen- und Gleichstellungsministerinnen und Minister eine koordinierende bundesweite Gesamtstrategie an. Darauf haben wir uns verständigt. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass hinsichtlich der bundeseinheitlichen Finanzierung viele Bundesländer neidisch auf unser Finanzierungssystem für die Frauenhäuser schauen. Insofern kann ich Ihrem Antrag so nicht folgen, denn natürlich werden wir genau hinschauen, wenn es um Leistungen für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder geht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.